Tja, dann schaffen wir es in den vier Folgen tatsächlich, also die zwei Folgen, die jetzt bereits waren und in der Folge, die in den beiden Folgen jetzt noch kommen, schaffen wir das wahrscheinlich tatsächlich den kompletten Abstieg. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir es sogar noch ein bisschen die Breite zu verzweigen, finden sogar noch ein paar Diamanten. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Diamanten. Ich weiß nicht, wie viele. Digga, neun Diamanten. Wollt ihr mich faken? Alter, gleich mal retten, gleich mal schützen, gleich mal sichern. Die Kiste ist ja gesichert hier. Perfekt. Geilomato, kann ich ja nur sagen. Nee, mach mal andersrum. Sieht besser aus für eine Farm her. Du kommst nach da. So. Du kommst dahinter. So. Und du kommst dahinter. So. Wenn wir sterben sollten, alles was. Ach so. Brauchen wir da unten sowieso nicht. Wir müssen ja sowieso immer da oben zur Werkbank. Von daher können wir es auch hier drinnen lagern. Wenn wir jetzt sterben sollten, haben wir immer noch alles, was wir brauchen. Sehr schön. Okay. Wir waren da. Ja, so, jetzt hier wieder aufpassen, dass ich hier nicht wieder falsch mache. Okay, überstanden. Hier ist noch eine Höhle. Ach, schau mal eine an. Nice. Okay. Hä? Ach, das hier war was anderes. Schon wieder. Hier kommt. Das ist überhaupt erst die Höhle, die ich meinte. Wo ich wieder verkacken kann. Werde. Okay, also jetzt hier aufpassen. Hier, das ist jetzt immer noch falsch. Wieso ist hier. Oh, was ist denn hier los? Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ach! Ja, weil der Block gefehlt hat. Alles gut. Okay, also doch. Hier ist. Korrekt. Hier ist noch ein bisschen was falsch, ja. Gebe ich zu. Hä? Was zur Hölle? Ah, super. So. Ich brauche einen freien Kopf. Also. Das ist korrekt. Heißt also, jetzt muss ich hier. So. Das ist auch korrekt. Dann heißt das, ich muss hier auf Platz 2 rein. Tada! Passt. Okay, sehr schön. Ich hoffe zumindest, dass das passt. Ein Taler! Ups! Ein Taler und Schmerzen. Ach klar, der Taler war gerade Schmerzensgeld. Jetzt verstehe ich das auch. Komm, Mann, komm. Ach, jetzt ernsthaft.
Leute, ich schicke das Arbeitsamt. Danke. So, die Flucht war bis hier in Ordnung. Ist hier Versatz drin? Ja, für schon. So, okay. Und die letzte Spitzhacke. Die könnte aber echt bis zum Boden reichen. Ja, locker. Die reicht locker bis zum Boden. Sehr schön. Dann haben wir es ja geschafft. Jetzt kommt's, ne? Ich grabe so schön nach oben und da kommt erstmal schön fett Lava von oben. Ich würde so schreiend wegrennen. Könnt ihr aber wissen. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind auf Lava-Niveau, auf Bedrock-Niveau. Okay, gut, jetzt können wir mal gucken, wie wir den Forum hier gestalten. Diamanten. Ah, genau deswegen bin ich runtergekommen. Diamanten. Das ist schön. Aber wofür stimmt ihr noch nicht? Ach ja, eben müssen noch eine. Hier müssen wir noch eins runter. So, jetzt sind wir nämlich auf die Kacke, die wir wollen. Weil eben hier unten ist nämlich nur eine Zweierhöhe. Keine Dreierhöhe mehr. Wir müssen also mit dem Dach hier noch eins weiter runter. Haben wir jetzt einen Schund dabei? Ja, haben wir. Kleistert das mal wieder aus. Bam, bam. Easy. So muss das sein. So, damit nicht so sehr gekünstelt aussieht, machen wir da jetzt sowas hin. Hier sieht es aus wie Warnschilder. Wie bei Flugzeugen, wo links weiß und rechts rot ist und in der Mitte grün oder irgendwie anders. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja. So, das ist das Endgültige. So muss es aussehen. So, jetzt wäre die Frage. Ich mache am besten gleich hier in der Mitte so eine schöne Kreuzung. 1, 2. Ah, ich sehe nichts mehr. 1, 2, 3, 4. Genau, perfekt. 5, passt. So, haben wir. Diamanten. Oh, guckt euch das an. Dafür habe ich extra Weltkrieg begonnen. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr schön, sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich hier gleich eine Kreuzung. Auch scheiße, ich bin wieder voll.
Können wir hier gleich den Kreuzzug einbauen. Das heißt also jetzt so hier. Und uns dann in die vier Himmelsrichtungen erstrecken. So ungefähr da lang, da lang und da lang. So habe ich mir das vorgestellt. Okay. Gut. Wir sind voll. Warum sind wir voll? Wir haben zu viele Steine. Wir haben viel zu viele Steine. Danke. Okay. So, dann setzen wir jetzt hier die... Och nein, Mann, ernsthaft? Bisschen so die Blöcke, das wird bei weitem nicht reichen, definitiv nicht. Könnt ihr vergessen, aber es ist ein bisschen schon mal ein Anfang und dann können wir oben wieder ein paar Steine brennen. Beziehungsweise ich werde mir hier unten einen Schutzbereich einrichten und da dann auch mal ein bisschen Kisten und so hinbauen. Also Kisten, Werkbank und einen Ofen. Damit wir nicht immer so weit latschen müssen, bis nach oben. Ist ja doch ein eine ganz schöne Strecke. Dadurch, dass wir so flach bauen. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen Improvilaluven. Eigentlich habe ich jetzt das mit der Shift-Taste gefixt, dass ich hier ordentlich mal laufen kann. Ohne gleich einen Hirnbrand zu bekommen. Wow, 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 Alter. Klar, glitch erstmal durch den Stein durch, Ronny. Glitch erstmal durch den Stein durch. So, easy. Ich sehe das hier aus wie eine offizielle Baugrube. Ich glaube mal, das war kein Kompliment, aber lassen wir das. Und damit das Ganze noch schicker aussieht, machen wir Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Machen wir nämlich die Dinger, die wir hier packen, denn auch aus Cobblestone. Und wir sind schon wieder leer. Ja, okay, komm. Ich brenne jetzt nochmal oben Steine und dann baue ich mir gleichzeitig mal die Sachen, damit wir uns dann unten ansiedeln können. Ja. Das heißt, wir brauchen Holz. Wir haben kaum noch Holz. Ich muss also jetzt mal Holz holen. Okay. Auch kein Problem. Gut. Dann machen wir was anders. Ich gehe erstmal zu meiner Hütte, lagere ein bisschen Zeug bei mir ein. Dafür schmeiße ich den ganzen Kleideradatsch hier rein. Alles, was irgendwie lieb und teuer ist, nehme ich mit. Und hier lasse ich bloß Gerümpel drin. Sachen, die wir so schnell definitiv nicht mehr brauchen werden. Und alles andere nehme ich mit. Okay. Hiervon nehme ich mal auch einen Stack mit. Oh, Gravel. Gravel kann man auch immer mal gebrauchen. Gut. Okay. Das nehme ich alles mit. Jetzt gehe ich zu meiner Hütte. Dann lagern wir die ganzen Sachen mal ein. Gerade die Diamanten zum Beispiel. Da wäre es ganz fein, wenn wir die zu Hause hätten. Ah, endlich fehlt uns eine Keule. Also ich weiß nicht, irgendwie finde ich jetzt mit dem Essen hier echt beschissen. Man weiß ja, bei meinem Vanilla-Server, da habe ich ja die Sachen ein bisschen angepasst. Da verliert man wesentlich schneller Sättigung. Also, da bekommt man wesentlich schneller Hunger, so rum. Das ist wie viel realistischer. Man braucht ja hier ewig jemanden, einen so einen Fleischdingsrucksack verliert. Ist ein Witz. Oh, wow. Die ganze Zeit über ist es hier nicht gewachsen, alles. Ich glaube das nicht. Wir waren ja nur 50 Jahre weg, ne? Das meiste ist wahrscheinlich gewachsen und ist wieder eingegangen. So, der ganze kleine Rasch kommt alles hier rein. So, dich brauchen wir. So, dann kommt hier, kommt das Ding rein. Und hier kommt jetzt alles andere rein. Also, das, 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 das. Ah ne, die brauchen wir ja. Die brauchen wir ja.
By the way, kann ich eigentlich das hier auch gleich mitnehmen? Können wir dann unten. Ach, siehst du, wir haben sogar einen Ofen. Können wir den da unten gleich einbrennen? So, die Kohle nehmen wir auch mal hier raus. Hey, wir haben bereits 364er Stacks Kohle. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, den Zaun nehme ich auch mit. Den will ich nämlich unten das provisorischen Bauzaun quasi aufstellen. Dann brauche ich den nicht mehr craften. Das ist ganz nice. So, ansonsten brauchen wir hiervon noch irgendwas? Nein. Brauchen wir hiervon? Nein. Brauchen wir hiervon noch irgendwas? Nein. Gut, okay, dann haben wir alles. Da, da, da. Ja, haben wir alles. Nein, das da. So, wir brauchen eine Kiste. Oder ich mache gleich zwei Kisten. Dann haben wir irgendwie eine große Kiste. So, da brauchen wir einen so einen Schreibtisch. Also Workbench. Tischler. So, und den Ofen haben wir bereits. Okay. Dann haben wir alles. Ich mache aber unten vorsichtshalber gleich zwei große Kisten hin, aber ein bisschen mehr Stauraum. Ich meine, wie schnell die erste Folge gegangen ist, haben wir ja gesehen. Wow, das passt mir wieder nicht. Komm, danke. So, dann haben wir gleich zwei große Kisten. Das passt dann. Okay, und achso, siehst du hier noch die Blume, kann ich mit reinpacken, dich auch. Das will nicht so viel Krempel mitschleppen. Oh, 46 Taler. Lol. Und wisst ihr was? Ich gehe mal kurz zu in die City. Da lang. Hallo, er dann spielt bitte den Stock an. Danke. Das ist ja ganz lieb. Reizend. So, Rüstung. Wo gab es die Rüstung? Die muss es da hinten gegeben haben. Ich kaufe auf meinem Server so selten was. Das ist das kleine Privileg, wenn man Atten ist. Da braucht man nicht allzu viel kaufen. Nein, habe ich getan. Ich komme nie wieder rüber. Da hinten müsste ich hin. Boah, da muss ich extra den Umweg nehmen. Ich glaube das nicht. Hier müsste das sein. Perfekt. Ach du Kacke. Okay, wir sind verloren. Gut. Wir sind ja der Tent of Lava Niveau. Da kann ich das ja auch alles lassen. Easy. Passt. So, dann ab ins Hotel und dann in das unterirdische Berghöhlsystem. Das gesamte Hotel ist bloß die Tarnung. Für mein unterirdisches Projekt. Ja, ich gründe da unten jetzt eine Umbrella Corporation. Und die Blaupausen halte ich unter geheim. Halte ich unter Verschluss wegen Geheimsache und so. So. Die ganzen Sachen können ja eigentlich alle bleiben. Ja, können ja bleiben. Okay. Ich will jetzt wie die Sachen mal aufblitzen. Irgendwie kriegt die Engine gerade einen Rappel. Ach scheiße. Ach Mann, Alter, ernsthaft? Ach, leg mich doch. Nee, machen wir von unten. Der Weg ist so kürzer. Ich muss mich hier noch die Platten setzen. Ich muss überhaupt noch überall die Platten setzen. Naja. Gut. Die Frage ist, wie groß machen wir den Schutzbereich? Ich würde mal sagen, wir machen den sogar schon von hier. Ja, hier so. Ja. Area Position 1. Area Position 2, or 2 can do. Und das Ganze nennen wir denn jetzt schön sinnvoll Protect Mine. Bam. Fertig.
Fuck, ich habe die Cobblestone. Gut, muss mich noch ein bisschen in die Wand schlagen. Wir brauchen noch Cobblestone, wenn wir uns ausbreiten wollen. Boah, Digga, überall wieder, Ah, sag schon. Gold. Okay. So, jetzt ist das hier alles geschützt. Das heißt also, ich kann jetzt hier meine Sachen aufbauen. Danke. So, die Kisten kommen wieder daneben. Perfekt. Easy. Also siehst du, der Ofen ist gar nicht mehr geschützt, kann das sein? Egal. Hauptsache die Kisten sind geschützt, da kommt ganz viel wichtige Zeug rein. Und das brauchen wir. So. Genau. La la la. So, dann wieder drei Spitzhacken, wie in guten alten Zeiten. Und wir wollten Steine brennen. Ich gucke erstmal, wie viele brauche ich. Eigentlich bist du jetzt direkt 6 bekommen, ne? Ja, genau, okay. Heißt also, hier brauchen wir nur 1. Dankeschön. Die restlichen Steine können wir direkt in den Ofen hauen. Das passt dann. Okay. Da gibt es gleich mal einen Stein. So. Bam. Okay. Gut. Ich würde mal sagen, wir kramen uns erstmal geradeaus weiter. So ein paar Baulaternen aufstellen. Dann. Vor allem müssen wir jetzt hier wirklich, wie gesagt, immer aufpassen, weil wir befinden uns hier halt auf Lava-Niveau. Das heißt also, hier kann überall jederzeit Lava rauskommen. Das sollte man beachten. Diamanten. Oh. Ich höre ein Schleimi. Die Frage ist, in welche Richtung ist die Höhle? Okay, die Höhle scheint direkt vor uns zu sein. Gut, dann graben wir also definitiv geradeaus. Wäre es jetzt blöd, wenn die Höhle genau über uns ist und wir es praktisch drunter durchgraben.
Ja, die Höhle ist irgendwie bei uns. Ich glaube, die Höhle ist hier bei uns. Ich weiß nicht, warum ich das glaube, aber ich glaube es. Okay, bis da brauchen wir. Ja, das ist weit über uns. Gut, ich lass es erstmal so offen. Man kann ja nicht wissen. So. Ich lasse es am besten komplett offen. Eben. Bam. Jetzt wissen wir später, da ist irgendwas. Ein richtiges Minensystem quasi, ja. Wir können natürlich mal das Minensystem untersuchen. Das machen wir ein bisschen in der nächsten Folge. Dann gehe ich mal doch hoch. Untersuche mal das Minensystem. Vielleicht finden wir da eine Kiste mit ein bisschen schönes Material drin. Und mit ganz viel Glück, wenn wir was finden, sind sogar mehrere Kisten. Das wär natürlich super schön. Super geil. Super geil. Okay. So, dann lagen wir erstmal ein bisschen ein. Mal gucken, wie viele Steine wir mittlerweile hier gebrannt haben. Boah, geht so. Okay. Wir haben die Steine. Wir haben hiervon ein paar Dinger. Jetzt können wir die Dinger hier. Nein, da. So, so. Ja, das war natürlich voll witzig. Haha, zum Totlachen. Leck mich am Arsch. Ach komm. So. Und es werden natürlich wieder zwei übrig. Super, jetzt hätte ich die Steine vorhin da nicht benutzen, nicht einpflanzen dürfen. Wir pflanzen einen Stein. So, hier kommen jetzt die Dinger hin. Da, da, da. Da, da, da. Und natürlich geht es dann weiter mit den Glatten. Wo auch immer die jetzt sind. Hallo, da. Ich könnte mal hier auch solche. Ach komm. So. Easy. Easy peasy lemon squeezy. La la la. Und leer. Rest folgt später, wenn überhaupt. Ich bin komplett ver... Aber dass wir so wenig Keulen verlieren, kann doch nicht mal gesund sein. Na gut. Rest kommt in der nächsten Folge. In dem Sinne, schau mit vor.